Die Bedeutung der Vornamenszahl für Karin. Die Berechnung erfolgte nach Pythagoras. Die Kreativzahl für Karin ist 8. Die Kreativzahl ist auch die Entwicklungszahl. Menschen mit der Kreativzahl 8 gehen kräftig und bewusst durchs Leben. Sie möchten das Leben mit allen Sinnen wahrnehmen. Kunst wie Bildhauerei, Malerei, Kampfkunst und Tanzen machen diese Menschen glücklich. Vor allem Tango und Flamenco sind für sie empfehlenswert, da hier durch kraftvolle Bewegungen diese Menschen in Harmonie kommen. Sie sollten sich für diese leidenschaftlichen und künstlerischen Freuden Zeit nehmen und nicht nur die Pflichten erledigen. In der Erotik ist es bei Achterfrauen so, dass Durchschnittsmänner, die sich immer für unwiderstehlich halten, wenn sie sich gehen lassen und nur herumhängen und zu wenig aktiv sind, bei diesen Achterfrauen keine Chance mehr haben, beziehungsweise dass sie diese Frauen verlieren. Achterfrauen lieben und leben die Leidenschaft. Was andere Frauen noch tolerieren, ist für Achterfrauen inakzeptabel. Sie gehen gerne unbegangene Wege und öffnen neue Horizonte. In spiritueller Weise sind Achtermenschen die Lichtbringer unter den Kreativen. Die positiven Eigenschaften der Achtermenschen sind kämpferisch, selbstlos, ausdauernd, hingebungsvoll, gerecht und wahrhaftig und weise. Achtermenschen sind stark, widerstandsfähig und praktisch. Sie können wirtschaftlich denken und sind zäh.